Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken Squash Kings VR. Ja, wie der Name schon sagt, ist das ein Squash-Spiel. Und eins kann ich euch schon sagen, der King da drin bin ich definitiv nicht. Also zieht euch einfach mal rein, viel Spaß und los geht's. So, Leute, willkommen im Spiel. Wir haben hier einen schönen Schläger in der Hand. Hier können wir wahrscheinlich Sachen freischalten, so wie das aussieht. Naja, wir gehen einfach mal auf... Gibt's hier... Oh, guck mal, die Vive. Gibt's hier irgendein Menü? Egal, wir gehen einfach... Wir gehen einfach mal drauf. Hey, geil. Dedem. Oh, Voodoo VS-CPU. Guck mal, cool. So viel Zuschauer. Guck mal, er hat ein Vive-T-Shirt an. Hallo! Guter Junge. Nice. So. Player serving play. Also, um ehrlich zu sein, habe ich sowas noch nie gezockt, aber muss ich das jetzt da oben direkt dranhauen, oder? Ja. Haha, ich glaube, ich habe einen Punkt, oder? One. Ja! Love. Player serving play. Ha! Was natürlich krass ist, dass der automatisch dahin springt, wo der Ball kommt. Ja, da. One. One. Hä, was? CPU serving play. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ups. One, two. Ja, ja, nerv mich nicht. CPU serving play. Hä, was ist das für eine Kacke? One, three. CPU serving play. Hä? Out. Hm. One, four. Also es fühlt sich nicht so an, als wenn das wirklich dahin geht, wo man meint. Bei weitem nicht. Hä? Two. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber scheint gut gewesen zu sein. Also es fühlt sich... Gerade eben der Schlag nicht so an, als wenn es mit der richtigen Wucht am Ball ankommt. CPU serving play. Nee, nee, Leute. Das ist nix. Das ist nix. Wir versuchen es nochmal. Player serving play. Out. Love. One. CPU serving play. Okay, jetzt guck ich dir. Also ich... Love. Two. CPU serving play. Es geht durch den Schläger durch. Three. CPU serving play. Nee, im Leben nicht, Leute. Also da stimmt irgendwas Love. Nicht. Four. Definitiv. CPU serving play. Also... Love. Ich meine, nicht, ist es nicht so, dass ich das irgendwie kann, aber ich glaube, zu wissen, dass, jetzt hat es besser funktioniert, dass ich zumindest den Ball getroffen hätte. One, five, player serving play, out. Aha. Okay, also ich muss irgendwie in diesem Bereich drin bleiben oder so. Also ich kenne das, ich kenne halt kein Squash. Player serving play. Es fühlt sich nicht so an, als wenn ich wirklich
diesen Ball mit der Wucht schlage, die ich auf den Controller gebe. Das kann ich jetzt ganz gut mit Racket NX vergleichen, weil da fühlt sich das genauso an, wie ich schlagen würde. CPU serving play. Low. 3. CPU serving play. Läuft. 3. Player serving play. Komm schon. Wow. Krass. 2. 3. Player serving play. Hä? Ernsthaft? Two, four. CPU serving play. Hä? Merkwürdig. Also ich bin mir relativ sicher, dass das manchmal durch den Schläger durchgeht. CPU serving play. Aber, naja. Ja, ernsthaft? Player serving play. Out. Ach, leck mich doch. Love. Love. One. CPU serving play. Out. Ah. Love. 2. CPU serving play. Love. 3. CPU serving play. Ich glaube, man braucht ein bisschen Übung. Der war noch gut. Hä? Was zum Geier? Wo ist der Ball? Nee. Also Leute, ich zock doch auch Racket NX und da treffe ich doch auch den Ball. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das alles so seine Richtigkeit hier hat von der Physik. Out. Manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert und dann habe ich wieder das Gefühl, das geht durch den Schläger durch. CPU serving play. Ja, genau. Läuft. Player serving play. Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie One. Nicht CPU ganz serving so play. Gut positioniert ist hier an dem Controller. Out. Diese Scheißlinie. Love. Two. Nee, also ich werde niemals CPU gegen die play. CPU gewinnen. Das ist, keine Ahnung, warum der das manchmal aufmacht. Vielleicht bin ich auf irgendwas draufgekommen. Love. Three. CPU serving play. Also du musst, für mich fühlt sich das so an, als wenn du mit viel mehr Gewalt draufhauen musst, als es wirklich, hä? Benötigen würde in echt. Ne, das bin ich mir ziemlich sicher.
Das war knapp. Hä? Da hat sie mich jetzt mal gewinnen lassen. One, three. Ernsthaft? Play. Out. Ah! Ich kill dich! One, four. CPU serving play. Serving play. Two, four. Player serving play. Das war knapp. Ja! 3, 4, Player serving play. Hä? Spacko! 3, 5, CPU serving play. Nee, also ich habe wirklich das Gefühl, hey, guck mal. Ein Vive-Tracker. Kann gut sein, dass das unterstützt. Play. Ich verstehe es nicht. Also, Love. Der Schläger ist ja noch wirklich riesig. CPU serving play. Bin ich wirklich zu dämlich dafür, oder was? Nee, Leute. Also, ganz ehrlich. Two. CPU serving play. Das verstehe ich nicht. Ha! Also man muss das natürlich irgendwie dann auch in die Richtung stehen. Two. Player serving play. One. Three. CPU serving play. Ha! Was war das? Sorry. Two. Three. Player serving play. Das kann doch nicht sein! Also... Two. Four. CPU serving play. Halt die Klappe und mach! Ich komme übrigens immer auf den Knopf, also es ist jetzt kein Fehler vom Spiel, aber es ist nicht sinnvoll, dass an der Stelle das Menü ist, weil kommt mir halt immer drauf. Ja, jetzt hätte auch wirklich jeder ein Vive-T-Shirt anfasst. CPU serving play. Halt die Klappe und schieß. Ernsthaft. Sonst gibt's ja gleich. Player serving play. Hä? Nee, Leute. Also jetzt habe ich es aber gesehen. Jetzt ist er ja ganz woanders hingegangen. Love. Player serving play. Wollt mich doch verscheißern hier, ey. Und jetzt auch mit viel zu wenig Wucht, als ich draufgehauen habe. Also immer wenn ich so schlage, habe ich immer das Gefühl, CPU serving play. Leck mich! 2, 1, CPU serving play. Ha-ha-ha-ha-ha. 3, 1, player serving play. Wow! Mann! Ist das wirklich das? Ich sehe es nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es nicht so realistisch gemacht wie bei Dingens zum Beispiel. Racket halt. 4, 2, Player serving play. Boah, das ist richtig fies, ne? Wenn er da an die Ecke geht, da kannst du. Das ist schwierig. Da musst du ja quasi in die Wand reinhauen. CPU serving play. Ja, dann surf den Play und blubber nicht, du Lappen. Hohoho.
Mann, jetzt ist aber mal gut. Und die kriegt es aber auch echt immer hin, ne? Nein! Fuck! Sorry. Sorry. Ihr wisst ja. CPU serving play. Na, guck mal, ich werde ein bisschen besser. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl. Leck mich am Fuß. 4, 5. CPU serving play. Ich surf dir gleich den Play. Das kannst du aber. Einen Versuch noch. Einen. Player serving play. Out. Warte. Love. One. Na. CPU serving play. Love. Two. CPU serving play. Hat sie extra gemacht. Normal kriegt sie sowas. One, um mich nicht zu hart zu frustrieren. Player serving play. One, three. CPU serving play. Dämliche Ziege. Du guckst, du Spacko. Two, so. Three. Player serving play. Ja, genau. 2, 4. CPU serving play. Two, five. Wisst ihr, was ich glaube, dass der Schläger zu lang ist irgendwie? Ich glaube, der ist zu lang. Das geht, glaube ich, irgendwie immer hier vorbei. Ich weiß nicht. Ich finde, der müsste ein bisschen. Der ist so. Guck jetzt, nee, mal ernsthaft, so lang ist doch kein echter Schläger. Da ist ja. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also mir kommt es, ich habe ja schon mal so einen echten Schläger in der Hand gehabt und da hätte ich eher gedacht, also wenn hier jetzt so der Griff ist bis hier und dann hier der, und da, dass der Schläger dann irgendwie hier so ist, würde ich jetzt behaupten und mir kommt es immer so vor, als wenn das hier vorbeigeht oder so. Keine Ahnung. Und bei vielen Schlägen habe ich das Gefühl, dass halt nicht der richtige Schwung übertragen wird. Egal, wir gehen mal ins Studio und reden darüber. Ja, Squash Kings VR. Im Grunde ein ziemlich cooles Spiel. Also ich denke, wir haben noch nicht wirklich so viele Squash-Spiele in VR. Ich bin mir wirklich, also ganz ehrlich, ich bin mir hier überhaupt nicht sicher, ob ich jetzt zu blöd dazu war oder ob das nicht manchmal doch irgendwie ein bisschen von dem Schläger ein bisschen komisch ist da. Und zwar habt ihr ja gesehen, also vor allem wenn ich hier aus der Richtung so geschlagen habe, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Ball zu weit unten durchgeht und dass der Schläger irgendwie zu groß ist, im Gegensatz zu einem echten. Kann aber auch, vielleicht gewöhnt man sich mit der Zeit auch dran. Und ich habe relativ oft das Gefühl gehabt, ungefähr in 20-30% der Schläge, dass der Schwung, den ich auf den Ball gebe mit dem Controller, nicht der ist, der im Spiel wieder gespiegelt wird. Habe ich so im Gefühl. Trotzdem hat mir das Spaß gemacht. Also ihr habt ja gesehen, ich wollte dann auch wirklich die besiegen. Habe es natürlich nicht geschafft, ist ja klar. Aber ich denke, das Spiel ist noch in Ordnung. Mit so ein paar kleinen Verbesserungen oder so kann man das durchaus akzeptieren. Wir gucken mal, also hier steht nur die HTC Vive, aber da wir wirklich einfach nur so draufhauen müssen, wird das auch mit der Rift und mit den Windows Mixed Reality Brillen gehen. Entschuldigung, $15. Puh, das ist für so ein kleines Minispielchen natürlich durchaus eine Ansage. Grenzwertig, puh, ich hätte vielleicht 10 gesagt oder so, aber ach, mein Gott. Ihr müsst es ja letztendlich selber entscheiden, wenn ihr
krasser Squash-Fan seid, dann ist das natürlich ein Muss für euch. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch 30 Euro ausgeben oder so. Naja. Die Reviews, ihr seht, eher, es sind nur drei, aber zwei von den dreien sind eher schlecht. One of the best, if there was an option to turn off the assisted moving. Ja, stimmt. Jetzt, wo er es sagt, also wir sind ja wirklich dann so immer zur Seite, also genau dahin bewegt worden, wo wir hin müssen. Das ist ein bisschen komisch. Hier steht auch, Mechanics are not like real squash. Ich weiß es nicht. Also, ihr müsst es vielleicht mal ausprobieren. Ihr könnt es ja wieder zurückgeben oder so. Die Leute, die, vielleicht kann das ja mal einer testen, der wirklich Squash auch in echt zockt. Also, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Trotzdem fand ich das Spiel in Ordnung. Ich werde dem Spiel nicht negativ geben, weil es mir Spaß gemacht hat insgesamt. Squash Kings VR, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.